Nach dem mutmaßlichen Giftmord am ältesten Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die malaysische Polizei zwei weitere Verdächtige verhaftet, darunter eine 29-Jährige, die im Besitz eines indonesischen Reisepasses sein soll. Am Mittwoch war bereits eine 28-jährige Frau festgesetzt worden. Sie soll einen vietnamesischen Ausweis dabei gehabt haben. Südkorea beschuldigt das Regime in Pyongyang, den mutmaßlichen Mord an Kim Jong-nam in Auftrag gegeben zu haben. Beide Verdächtige wurden anhand von Überwachungsvideos vom Flughafen von Kuala Lumpur als mögliche Täterin identifiziert. Dort war Kim Jong-nam von zwei Frauen angegriffen worden, als er Montag nach Macau fliegen wollte. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb er. Der 45-Jährige lebte seit Jahren im Ausland. Laut Südkoreas Geheimdienst gab es bereits 2012 einen Attentatsversuch, der jedoch scheiterte. Danach soll Kim Jong-nam seinem Halbbruder einen Brief geschrieben haben, mit der Bitte, seine Familie und ihn zu verschonen. Kim Jong-un ließ wahrscheinlich bereits einige seiner Feinde beseitigen, darunter seinen Onkel, der ein gutes Verhältnis zu Kim Jong-nam gehabt haben soll.